Seit diesem Donnerstag läuft die nächste Phase der schrittweisen Kita-Öffnungen. Vorschulkindern mit besonderem Förderbedarf oder Behinderungen steht der Besuch der Kindertagesstätten wieder frei. Vor dem Hintergrund der Öffnungen fordert die Gewerkschaft Verdi die regelmäßige Testung des Kita-Personals auf das Coronavirus. Da beim Umgang mit Kindern die Abstands- und Hygieneregeln nur schwer umsetzbar seien, hätten Erzieher ein Anrecht darauf, frühzeitig über eine eventuelle Infektion informiert zu sein, so Verdi. Die Gewerkschaft sieht hierbei das Land NRW in der Pflicht, die Tests zur Verfügung zu stellen und die Kosten zu tragen. Die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Baas und Mahmut Özdemir fordern einen finanziellen Schutzschirm für die Kommune. Die Corona-Krise habe massive Konsequenzen für die Haushalte von Städten und Gemeinden. Das gelte auch für Duisburg, lassen die SPD-Politiker verlauten. Aktuellen Berechnungen zufolge drohten den Kommunen Steuermindereinnahmen von rund 18 Milliarden Euro und zusätzliche Ausgaben von rund 6 Milliarden Euro. Die NRW-Landesgruppe der SPD im Bundestag fordert daher ein Sofortprogramm für die Kommunen. Für Duisburg pochen Baas und Özdemir auf einen Altschuldenschnitt. Das Duisburger Baugewerbe erfreut sich weiter einer guten Auftragslage. Laut der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt seien in Duisburg im vergangenen Jahr über 800 Baugenehmigungen erteilt worden. Knapp ein Drittel mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Trotz Corona sind die Auftragsbücher voll. Die IG Bau fordert deshalb ein Lohnplus für die Baubeschäftigten. Außerdem sollen die Fahrzeiten zur Baustelle entschädigt werden. Die Wegezeit soll für die IG Bau ein zentraler Punkt bei der Tarifrunde für die Baubranche sein. Die beginnt am kommenden Dienstag. Wegen der Corona-Krise waren die Verhandlungen zuvor verschoben worden. Die Universität Duisburg-Essen startet ein Forschungsprojekt zum Erfolg von Online-Matheunterricht. Mithilfe von Lehrern und Schülern der Sekundarstufen wollen die Wissenschaftler herausfinden, wie Schulen künftig nicht nur finanziell, sondern vor allem inhaltlich gezielter unterstützt werden können. Hilfe bei der Umfrage bekommt die UDE von der Universität Utrecht, dem Verband zur Förderung des mathematischen Unterrichts sowie der Niederländischen Vereinigung der Mathematiklehrkräfte. Aufgrund der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise hat der Stadtsportbund Duisburg den diesjährigen Zoolauf abgesagt. Der Spendenlauf im Duisburger Zoo war für den 12. Juni terminiert. Einen Ersatztermin im Herbst kann der Stadtsportbund nicht anbieten. Das bereits gezahlte Meldegeld wird auf Wunsch zurückerstattet. Die nicht zurücküberwiesen werden müssen, spendet der Stadtsportbund nach Abzug der bereits entstandenen Kosten an den Zoo. Ebenfalls abgesagt werden muss das Kinderkulturfestival am Duisburger Innenhafen. Die Veranstaltung sollte ursprünglich vom 23. bis zum 31. Mai stattfinden. Die Hygienevorschriften seien auf dem Gelände des Kinderkulturfestivals im Innenhafen nur schwer umsetzbar, so die Begründung des Veranstalters. Da das Festival unter freiem Himmel stattfinden soll, mache eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr keinen Sinn. 2021 soll das Festival dann wieder in gewohnter Form vom 15. bis zum 23. Mai stattfinden. Mit einem bunten Mix aus Sonne und Wolken geht es in Duisburg in Richtung Wochenende. Das Thermometer kommt am Freitag auf bis zu 14 Grad. Am Samstag hat es die Sonne noch ein wenig schwerer. Es wird meist bewölkt, mit gelegentlich sonnigen Episoden. Die Werte kommen auf bis zu 17 Grad. Ähnlich geht es durch den Sonntag. Am Morgen und am Abend gibt es Sonne. Dazwischen regieren die Wolken. Dazu gibt es Höchstwerte von 19 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Vorsicht, liebe Autofahrer, die Duisburger Ordnungshüter blitzen morgen auf der Lotharstraße in Neudorf Süd und auf der Rheingoldstraße in Friemersheim. Baustellen behindern unter anderem in Neumühl die freie Fahrt. Hier kommt es auf den Straßen Biesenwiese und der Winningstraße zu Einschränkungen. Beide Straßen sind abschnittsweise voll gesperrt. Die Arbeiten dauern an bis September. Und in Mittelmeiderich ist die Schlossstraße in Abschnitten gesperrt. Betroffen ist der Bereich von der Bahnhofstraße bis zur Moritz-Tiegler-Straße. Die Arbeiten werden voraussichtlich Anfang Juni abgeschlossen. Studio 47 wünscht eine sichere und angenehme Fahrt.